dass mit dem morgigen Tag oder nach dem morgigen Tag nun auch die wohlverdienten Sommerferien im Westen Österreich starten. Und ich möchte an dieser Stelle einmal allen Schülerinnen und Schülern gratulieren für ihre Leistungen in diesem Schuljahr. Und ich möchte euch alle, meine Kolleginnen und Kollegen, einladen, dass wir gemeinsam einen Applaus spenden, den Lehrerinnen und Lehrern, den Schulleiterinnen und Schulleitern, den Kindern, den Schülerinnen und Schülern und den Eltern für dieses Schuljahr. Ja, also ich habe es ja schon letzten Freitag sozusagen die Zeugnisverteilung gehabt und ich genieße schon die ersten drei Tage, zwei Schulkinder jetzt zu Hause gehabt. Ich kann Ihnen sagen, die Ruhe in den Ferien ist wohl verdient und ich habe auch das Gefühl, die wollen jetzt einmal nur ihre Ruhe haben. Auch die Lehrerinnen und Lehrer haben sich das jetzt einmal verdient. Die machen den wichtigsten Job in der Republik, nämlich die Wurzeln zu geben für alle unsere Kinder, damit die ihre Flügel entfalten können und dann in die Zukunft fliegen können. Selbstbestimmt ein Leben leben können mit all dem, was man braucht, um dieses selbstbestimmte Leben leben zu können. Aber es schaut halt nicht gut aus im Bildungsbereich und da möchte ich schon anknüpfen an die vorige Diskussion, Herr Bildungsminister. Also wenn das Einzige im Unterrichtsausschuss, im Bildungsausschuss ist, dass es darum gehen soll, die Schulgebäude energieeffizient zu machen, was ohnehin eine Selbstverständlichkeit ist und an dem Sie ohnehin schon dran sind, dann zeigt das, welchen Stellenwert Bildung und Schule bei dieser Bundesregierung hat, nämlich genau gar keinen. Sie bringen einfach gar nichts weiter im bildungspolitischen Bereich. Und da ist mir ein Bild eingefallen. Ich weiß nicht, kennen Sie The Line? The Line ist ein Bauprojekt in Saudi-Arabien, ein zusammenhängender Gebäudekomplex im Ausmaß von 170 Kilometern Länge, wo 9 Millionen Menschen wohnen sollen. Das ist die größte Baustelle der Welt. Nun, Österreich hat nicht nur 170 Kilometer Länge, sondern von Ost nach West 575 Kilometer Länge. Aber es wohnen 9 Millionen Menschen da. Und ich würde sagen, Bildung ist die größte Baustelle in unserem Land. Und da muss dringend etwas passieren. Ganz konkret schauen wir uns das jetzt einmal an, wie es denn ausschaut eigentlich mit dem Job der Lehrerinnen und Lehrer. Und wir haben uns gedacht, wir wollen uns das evidenzbasiert anschauen und haben gemeinsam mit einem Meinungsforscher, Marktforscher, 700 Lehrerinnen und Lehrer befragt, wie es ihnen tagtäglich geht im Job. Und das war durchaus sehr erhellend, weil der Großteil, der wirklich überwiegende Großteil eigentlich zurückgemeldet hat, dass mittlerweile Schule nicht mehr der Ort ist, wo sie gern in der Früh hingehen. Und ich glaube, das ist wirklich alarmierend, denn so viele junge, engagierte Junglehrerinnen und Junglehrer beginnen diesen Job mit dem Anspruch, etwas zu bewegen, etwas weiterzugeben, einen Dienst an den Kindern, an der Gesellschaft zu leisten. Und so viele werden in diesem System ernüchtert, wenn nicht sogar gebrochen. Wissen Sie, was der Hauptgrund ist, warum die Lehrer sagen, eigentlich freut es mich nicht mehr? Das ist die erdrückende Bürokratie. 9 von 10 Befragten haben angegeben, dass dringend etwas verändert werden muss in ihrem Arbeitsumfeld. Das ist, also wenn ich das als Arbeitgeber hören würde, dass 9 von 10 Beschäftigte bei mir sagen, dringend muss ich was ändern an meinem Arbeitsumfeld, dann sollten bei Ihnen alle Alarmglocken läuten. Alle Alarmglocken läuten. 3/4 der Befragten haben gesagt, mein Hauptproblem ist die Bürokratie, die Administration, das Führen von Statistiken, das Führen von Listen, die Dokumentation, das Erstellen von Protokollen. Das ist erdrückend und ich komme nicht dazu, meinen Job zu machen. Und 95% der Befragten, und das ist jetzt genau das Ergebnis Ihrer Arbeit im Ministerium, 95% der Befragten stimmen der Aussage zu, Lehrkräfte sind mit viel zu viel Erlässen, Verordnungen und Regelungen aus dem Ministerium und den Bildungsdirektionen konfrontiert und finden immer weniger Zeit für ihre eigentlichen Aufgaben. Natürlich kann man sagen, Bürokratie ist ja wichtig, das muss alles ordentlich abgehen und das muss ja dokumentiert werden. Aber das Hauptproblem ist, dass es immer mehr und immer mehr und immer mehr geworden ist. Und dass ganz viele der Lehrerinnen und Lehrer sagen, wozu? Wozu? Es ist so sinnlos. Ich schreibe da Protokolle, ich schreibe da Dokumentationen, ich schreibe Listen über Listen und kein Mensch
schaut sich das an? Es gibt nämlich auch keine sinnvolle Aufgabenteilung im Schulsystem. Ich habe schon gesagt, was ist eigentlich der Anspruch, wenn man als junger Mensch sagt, ich möchte diese Laufbahn machen. Ich möchte Pädagogin oder Pädagoge werden. Will ich dann meine Stunden damit verbringen, Listen auszufüllen oder in drei verschiedenen Schulverwaltungssystemen digital etwas eintragen zu müssen? Oder muss ich mich damit beschäftigen, dass ich selber mir meinen Laptop herrichte und das IT System herrichte, weil es eigentlich niemanden gibt in der Schule, der das für mich macht, oder Protokolle führen oder Dokumentationen machen. Deswegen beginnt doch niemand diesen Job. Es sagt ja niemand, ich möchte so wahnsinnig gerne in eine Schule gehen, weil da kann ich so herrlich viel Bürokratie erledigen. Sondern die gehen dorthin, weil sie etwas anderes machen wollen. Es gibt zum Beispiel den Fall, also ganz steigende Fälle, wir kennen das, gerade auch als Mutter kenne ich das Thema, das ist sehr ernst zu nehmen, Mobbing. Mobbing in der Schule. Das steigt natürlich die Gefahr auch mit den Mobiltelefonen, mit den ganzen WhatsApp-Nachrichten und den sozialen Medien massiv. Und es wird immer mehr zum Thema. Wenn Lehrer uns rückmelden, dass die Dokumentation von den Konflikten mehr Zeitaufwand ist, als sie dann zur Verfügung haben, um diese Konflikte wirklich zu lösen, auch da sollten doch alle Alarmglocken bei Ihnen, der eigentlich zuständig ist für dieses Thema, ringen. Ein Klassenvorstand hat mir letztlich geschrieben, als Klassenvorstand ist man der Trottel vom Dienst. Und das ist auch ein Armutszeugnis, denn es ist ein wertvoller Teil des Lehrerdaseins, dass auch jemand bereit ist, diese Verantwortung zu übernehmen, Klassenvorstand zu sein und eine ganze Klasse über Jahre zu begleiten. Das ist doch ein nicht genügend als Ergebnis, wenn das dann am Ende rauskommt, dass dann die sagen, also eigentlich bin ich nur noch der Depp, das ist komplett sinnlos und ich möchte das nicht mehr machen. Das ist zukunftsvergessen und sie rauben hier wirklich ganzen Generationen von Kindern und Jugendlichen, aber auch dem Lehrpersonal die Zukunft. Und eben es gab dann auch die Möglichkeit sozusagen auszufüllen, was denn das Problem ist. Und wir haben Ihnen das schön, wie das ja Ihre Lehrer auch machen müssen in den Schulen, in Form von einer Liste gemacht, wo Sie dann nachlesen können, über 300 Beispiele dafür, Formulare ausfüllen, Listen um Listen, Entschuldigungslisten, Abrechnung von Ausflügen, Abrechnung von Reisetätigkeit etc. etc. Das sind alles Beispiele aus der Praxis, die vielleicht Sie in Ihrem Elfenbeinturm nicht sehen, die tagtäglich die Lehrerinnen und Lehrer erleben, sodass sie nicht mehr ihren Job machen können. Und das stimmt, die Lehrergewerkschaft schlägt es auch Alarm und sagt, naja, also ungefähr durchschnittlich täglich kündigen in Österreich 3 Lehrer. Und das in einer Zeit von grassierender Personalnot, wo sie keine einzige Antwort auf diese Frage haben. Und, das muss ich der ÖVP und der SPÖ sagen, mit der Pensionierungswelle der Babyboomer, ganz ehrlich, das war ein an die Wand fahren mit Anlauf, da gratuliere ich Ihnen wirklich. So tief kann man den Kopf gar nicht in den Sand stecken, wie Sie das getan haben, was die drohende Personalnot angeht. Ich muss aber die Gewerkschaft hier auch in die Pflicht nehmen, denn ganz offensichtlich machen die auch nicht immer den besten Job. Wenn man die Lehrer in Österreich fragt, ob sie sich gesellschaftlich anerkannt fühlen, wissen Sie, wie viel Prozent der Lehrer sagen, ja, ich bin angesehen als Lehrer? 16%. Also auch da wieder. Also wenn ich der Arbeitgeber wäre, zuständiger Minister, ich meine, klingelt es doch nicht bei Ihnen, wenn nur 16% der Lehrer sagen, ich bin mit meinem Job angesehen in der Gesellschaft. Wissen Sie, was dieser Wert in Finnland ist? 58%. Und in Singapur, das hier best abschneidet, 72%. Das ist möglich, Herr Minister, wenn Sie es besser machen würden, Ihren Job, dass der Job der Lehrerinnen und Lehrer höher angesehen wäre, auch in Österreich. Das Ergebnis ist völlig klar. Wir haben ein absolutes Mittelmaß. Wir schaffen es mit unserem Bildungssystem weder Top-Exzellenz noch wirkliche Chancengerechtigkeit, Chancenfairness, das Versprechen abzugeben, jedem Kind die Flügel zu heben. Wir sind mau, wir sind Mittelmaß. Und ich sage Ihnen ganz ehrlich, das reicht uns Neos nicht aus. 20%.
Also ein Fünftel aller Schüler verlässt die Pflichtschule und kann nicht gescheit lesen und kann nicht gescheit rechnen. Das ist das Ergebnis einer völlig verfehlten Bildungspolitik seit Jahrzehnten. Und dann stellen Sie sich hin und reden was auch über Personalmangel und man muss jetzt irgendwie besser unsere Kinder und Jugendlichen ausbilden und bilden. Wenn Sie solche Ergebnisse produzieren, das ist wirklich ein Bauchfleck. Und es ist eine Privatisierung durch die Hintertür. Denn während, also das kann man sich auch anschauen, wie viel gibt man durchschnittlich aus pro Schüler in einem Land für Bildung? Und da gibt ja Österreich recht viel aus, also deutlich mehr pro Schüler als Finnland. Deutlich mehr geben wir aus als Estland. Alle diese Länder schneiden wesentlich besser ab. Sie sind, diese Bildungssysteme dort, die Schulen dort, sind einerseits gerechter, und andererseits schaffen sie deutlich bessere Ergebnisse, beispielsweise bei den PISA-Tests. Also wir geben sehr viel Steuergeld aus. Steuerzahler muss also hier Länge mal Breite dafür zahlen. Und gleichzeitig wird es aber auch privatisiert, weil die Eltern hunderte Millionen Euro pro Jahr in die Hand nehmen müssen für private Nachhilfe. Eine Familie mit einem Kind gibt pro Jahr durchschnittlich 750 Euro für Nachhilfe aus. Und immer mehr Eltern vertrauen auch dem öffentlichen Bildungssystem nicht und zahlen dann noch eine Privatschule dazu. Das sind übrigens genau die gleichen Probleme wie im Gesundheitsbereich. Extrem teures System. Und die Menschen zahlen doppelt, mit ihren Steuern dreifach teilweise. Steuerleistungen, Krankenversicherungsleistungen und dann noch für die Wahlärzte und für die private Krankenversicherung. Ich kann mich erinnern an ein Gespräch, wir waren ja in Finnland und Estland mit einer Lehrerin und die haben mir gefragt, wie ist denn das eigentlich in Estland? Wie machen dort die Eltern das mit Nachhilfe? Wie viel wird da ausgegeben? Und die Lehrerin hat uns völlig fassungslos angeschaut, so mit großen Augen und hat gesagt, ja, but that's our job. Das ist doch unser Job. Das ist doch unsere Verantwortung, den Kindern, die sozusagen nicht mitkommen, dann entsprechend individuelle Zuwendung zu geben. Und stellen Sie sich vor, die sind dann am Nachmittag und holen sich die Kinder, die einen Förderbedarf haben und machen das mit den Kindern. Ja, das ist alles möglich, liebe Kolleginnen und Kollegen. Und das ist ja keine Utopie. Fliegen Sie dorthin und schauen Sie sich das an. Und jetzt komme ich zu Ihnen, Herr Minister. Ganz ehrlich, warum sind Sie eigentlich Bildungsminister? Warum? Also drei Gründe fallen mir ein. Sie sind ÖVPler, Sie sind Steirer und ich glaube, es gefällt Ihnen die Rolle auch sehr gut. Aber was ist eigentlich Ihr Antrieb? Was ist Ihre Vision? Was wollen Sie eigentlich hinterlassen? Was ist Ihr Anspruch? Haben Sie eigentlich irgendeinen Gestaltungsanspruch, dass Sie sagen, ich will etwas besser machen? Außer durchs Ministerium zu gehen und zu sagen, es ist so schön da, ich bin so stolz, dass ich da bin. Das geht doch nicht, das ist zukunftsvergessen. Nehmen Sie sich ein Beispiel an Christoph Wiederkehr, Bildungsstaatsrat, Vizebürgermeister, der zündet ein Feuerwerk an Bildungsinnovation. So viel ist noch nie weitergegangen wie jetzt in der Bildung in Wien. So viel an Innovation und das würde ich mir wünschen, auch im Ministerium. Ja, es ist nicht einfach. Weil das System ist reformresistent. Aber Sie versuchen es ja nicht einmal, irgendeinen Schritt in die richtige Richtung zu machen. Und dann komme ich jetzt zu den Grünen. Ich kann mich noch an die Zeiten erinnern, als hier Bildungspolitiker der Grünen gesessen sind. Vielleicht regen Sie sich alle ein bisschen wieder ab. Ich kann mich noch erinnern an Zeiten, als hier im Hohen Haus Bildungspolitiker der Grünen gesessen sind, die wirklich einen Anspruch hatten in der Bildungspolitik. Ich weiß schon, ihr stellt Klima über alles, aber ihr vergesst auf alle anderen Bereiche. Und in der Bildungspolitik habt ihr genau gar nichts weitergebracht in den letzten Jahren eurer Regierungsbeteiligung. Ganz konkrete Vorschläge. Kübeln Sie 50% der Bürokratie, die Sie den Schulen umhängen. 50%. Lassen Sie sich von den Lehrerinnen und Lehrern sagen, was alles sinnlos ist und machen Sie diesen mutigen Schritt, wirklich mal 50% dieser ganzen bürokratischen Auflagen zu kübeln. Zweiter Vorschlag. Die zaghaften, es ist was weitergegangen im Bereich Autonomie, aber sehr zaghafte Schritte, Vertrauen statt Kontrolle. Geben Sie den Schulen endlich volle Autonomie, damit am Schulstandort
eigenständig beschlossen werden kann oder entschieden werden kann, wie der Unterricht gestaltet werden kann, wie das Budget verwendet wird, welche Lehrerinnen und Lehrer angestellt werden. Wissen Sie, ich glaube, das ist auch ein wesentlicher Teil des Verständnisses, dass man einen guten Job machen kann als Lehrerin und Lehrer, wenn man weiß, man ist wirksam und hat nicht tausend Erlässe und Vorgaben und Verordnungen und so ein enges Konzept. In Finnland und Estland können die Lehrer sehr viel selber entscheiden, weil man auch dort sagt, ihr seid die Besten in dem Job und wir vertrauen euch. Vertrauen statt Kontrolle, ein ganz, ganz wesentlicher Zugang. Dann natürlich die Unterstützung mit administrativem Personal. Ich meine, in keinem anderen Unternehmen würde man hergehen und sagen, die ganze Administration bis hin zur IT, das lassen wir jetzt die Lehrerinnen und Lehrer, das lassen wir jetzt die Fachkräfte machen. Wir brauchen natürlich überall ein administratives und mittleres Management. Und da ist gerade auch der Christoph Wiederkehr mit Ihnen in Verhandlungen, damit er hier weitere Schritte machen kann, weil das ein wesentlicher Schritt ist, den er in Wien auch setzt, damit hier die Entlastung stattfindet. Machen Sie das flächendeckend. Schaffen Sie zumindest einen Lehrer oder eine Lehrerin oder am besten eine IT-Fachkraft an jeder Schule, die dann für alle das entsprechend auch einrichten kann und nicht, dass jeder völlig alleingelassen wird damit, mit den Themen, die es einfach gibt. Nein, das gibt es nicht überall. Lesen Sie die Rückmeldungen der Lehrerinnen und Lehrer, die völlig alleingelassen sind mit bürokratischem Irrsinn und auch mit der IT. Helfen wir den Lehrerinnen und Lehrern dabei, dass sie auch wirklich ihren Job machen können, zu unterrichten? Setzen Sie in jede Schule Schulpsychologinnen und Psychologen, School Nurses in alle Schulen. Es ist natürlich eine große Aufgabe, die jetzt zu bewältigen ist im sozusagen Biotop-Schule. Es ist nicht nur der Unterricht, es sind sehr viele Gesundheitsthemen, es sind sehr viele Mental Health, psychische Themen. Das wäre eine großartige Unterstützung und natürlich voller Schub auf Digitalisierung, WLAN-Ausstattung aller Schulen, auch wie wir das jetzt in Wien machen. Kübeln Sie endlich diese starren Lehrpläne und fokussieren Sie viel stärker auf Kompetenzen, die entwickelt werden müssen, die auch angepasst werden müssen im 21. Jahrhundert. Und damit meine ich nicht die Grundrechnungsarten oder Deutsch, sondern ganz generell Kompetenzen wie Empathie, Kreativität, auch Persönlichkeitsentwicklung, aber auch Kompetenzen, wir haben es erlebt in der Pandemie, wie zum Beispiel Gesundheitskompetenzen, Health Literacy oder Financial Literacy, alles Themen, die wesentlich stärker verankert gehören und definitiv in einer modernen Schule Platz haben müssen. Lassen Sie die Kindergärten nicht im Stich. Ich habe den Eindruck, das ist überhaupt ein Bereich, der Sie nicht interessiert. Ich kann mich erinnern, beim letzten Budget haben Sie so getan, wie wenn das überhaupt nicht Ihr Thema wäre. Bildung beginnt auch schon im Kindergarten. Und hier muss endlich das Bekenntnis da sein, dass es ein Teil des Bildungssystems ist und wir einen flächendeckenden, ganztägigen, hochqualitativen Kindergarten haben in ganz Österreich, der selbstverständlich nicht um 12 Uhr zusperrt, damit die Frau keine Wahlfreiheit hat und ja auch am Nachmittag bei den Kindern zu Hause sein muss. Und ja, Sie können entscheiden, wie Sie in die Geschichte eingehen, weil ich glaube, es ist ziemlich klar, dass Sie nach der nächsten Wahl Geschichte sein werden. Vielleicht schlagen Sie noch einen Pflock ein, indem Sie öffentlich sagen, naja, also diese Trennung mit 10 Jahren, die ist wirklich ziemlicher Unfug. Das lassen wir jetzt einmal sein. Auch wir als ÖVP lernen einmal dazu und setzen Schritte in die richtige Richtung und sind da nicht irgendwo in einer nostalgischen Vergangenheit, die nicht mehr funktioniert. Vereinfacht gesagt, tun Sie endlich was, aber vor allem schaffen Sie die Bürokratie ab, Bürokratie runter und Flügel rauf. Und alle, die vorher geklatscht haben, für die Lehrerinnen und Lehrer, die Schülerinnen und Schüler, steht's auf und tut's was fürs Bildungssystem, weil das ist eine riesengroße Baustelle. Klatschen allein hilft nicht. Viele Lehrkräfte seien nicht mehr bereit, einen Job zu machen, weil die Bürokratie immer mehr zunehme, kritisiert NIAS Group Frau Beata Meindl-Reisinger. Gleichzeitig gäbe es viele Schülerinnen und Schüler, die nach Ende der Pflichtschule nicht gut genug lesen könnten und auch die Ausgaben für Nachhilfe würden steigen.